So, hier habt ihr mein gerade aktuelles Projekt. Das ist ein altes Santa Cruz nicht Santa Cruz, ein Specialist Big Hit 1 oder 2 mit einer Boxergabel von 2011. Verbaut ist hier hinten ein Golden Motor HBS mit 1000 Watt Dauerleistung. Joa, geiles Ding. Macht mit dem Controller, der mit dabei ist, mal eben 56 km/h. Was extrem geil ist. Und das Ganze mit einem 48 Volt Akku. Seht ihr nochmal das Display dazu? Auch eigentlich mal gar nicht so schlecht. Hat, sage ich mal, nur ein bisschen Geld gekostet, ein bisschen wenig. Für so einen Bausatz ist das 270 Euro aus England. Gutes Ding. Läuft echt gut. Das Einzige, die Felge ist halt extrem hässlich. Wie ihr seht, das ist hier so schön mit V-Brakes und sowas gemacht. Also. Und dann halt auch ohne Ösen und sowas. Ich werde den auf jeden Fall nochmal umspeichern, den Motor. So eine Felge. Das ist eine Mavic EX729. Ist da auf jeden Fall schon mal ein bisschen stabiler. Kann man sehen, hier ist mein alter Barfang drin. Den kennt ihr ja, glaube ich, auch schon aus anderen Videos. Der ist immer noch heile, also der läuft auch noch. Deswegen, der steht jetzt hier nur einfach mal ein bisschen rum. Ja, das Ding. Da werde ich noch mal ein etwas längeres Video zu machen. Und werde das Ding noch mal ein bisschen so im Einsatz zeigen. Was ich aber extrem geil an diesem Teil finde, das Display hat, man kann Licht mit einschalten. Also man hat sogar am Controller zwei Anschlüsse. Also einmal hier Licht. Dann hat man hier vom Ausgang sozusagen hier so zweipoligen Stecker, der da nachher ja, die Batteriespannung halt mitgibt, also 48 Volt. Und man hat hier, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das sozusagen für einen USB-Stecker oder sowas ist, weil hier kommt 4,7 Volt raus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel Ampere. Wenn da natürlich eine Ampere rauskommen würde, wäre das extrem geil, weil dann kann man wirklich sein Handy dran anschließen oder halt eine Lampe. Das Ding wird jedes Mal mitgeschaltet, wenn man diesen Controller ein- und ausschaltet. So. Also jetzt ist das hier wieder aus. Und der andere Stecker, das ist dieser hier, der wird geschaltet, wenn man halt hier Licht an- und ausschaltet. So, das ist echt interessant. Ja, ich werde zu diesem Display und zu dem Controller, also eher zu dem Display, auch nochmal ein Video machen, weil ich den nämlich echt geil finde. Und für den Preis ist der sowas von gut. Also ich werde mal schauen. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr auch schon mal so einen Bausatz irgendwie verbaut habt und was ihr davon haltet.